Boah, ich habe immer noch einen ganz bitteren Nachgeschmack vom letzten Demo Donnerstag im Mund. Hören wir es uns doch einmal an. Boah, oh mein Gott. Zum Glück wird das heutige Spiel wesentlich angenehmer zu spielen. Wir spielen heute Witch and Hero, die Demo-Version. Ab geht's. Und auch bei dieser Demo ist es möglich, seinen gespeicherten Fortschritt in die Vollversion zu übertragen. Das mal kurz angemerkt. Witch and Hero. Was ist Witch and Hero für ein Spiel? Nun drücken wir erstmal Start und gucken uns die Story an. Wir können drei Spielstände erstellen. Natürlich brauchen wir nur einen. A long, long ago. There was a bad monster called Medusa. She and her minions did many bad things to neighboring villagers. One day, a village chief sent a witch and a hero to end her evil doings. The two set out on their quest for justice. They finally made it to Medusa's castle and lost. The witch was turned to stone and the hero was beat to a pulp. The hero barely escaped taking the stone witch with him. Heißt also jetzt, wir, die beiden Helden, haben uns gegen Medusa gestellt und haben verloren und die Hexe wurde in eine Statue verwandelt. Und starten direkt mal die erste Stage. Hinweise: Benutze das Circle-Pad zum Steuern und der Held wird sich bewegen. Attack and Defeat. Ready. Go. So, was müssen wir in Witch and Hero machen? Wir müssen als allererstes natürlich die Witch, die Hexe, verteidigen. Und wie tun wir das? Nicht indem wir den A-Knopf drücken, um das Schwert zu benutzen. Nein, wir laufen in die Gegner hinein, um sie zu besiegen. Sammeln dabei Geld ein. Und gleichzeitig verlieren wir aber auch HP. Was passiert, wenn man alle HP verliert? Das werdet ihr gleich sehen. Dann ist man für eine kurze Zeit außer Gefecht gesetzt, kann sich aber schneller regenerieren, indem man das Circle-Pad im Kreis herumdreht. Und ihr müsst das nicht besonders schnell machen. Es reicht, wenn man das Circle-Pad ganz normal im Kreis herumdreht. Das ist nicht so wie bei Mario Party 1 oder 2, dass man brutal den Stick herumdrehen muss, um was zu erreichen. Ab und zu tauchen auch Schatztruhen auf. Und nach einer Weile ist dann halt ein Bossgegner hier. Ach ja, wenn wir Gegner von hinten treffen, dann nehmen sie mehr Schaden. So, schnell aufgestanden, die Schatztruhe öffnen, bevor die Monster die Hexe erreichen. Geh auf! So, erstmal den Kleinen ausschalten, der ist nämlich näher dran. So, jetzt kommt der große Oberschleimi. Und ich bin schon wieder außer Gefecht und ich muss jetzt echt Gas geben, weil die Hexe nimmt gerade ordentlich Schaden. Nein! Wow! Sie lebt noch! Wahnsinn! Ich hab's geschafft. Krasse Sache. Stage clear, Level 1. Erfahrungspunkte gesammelt. Gold gesammelt. So, natürlich können wir uns nicht einfach nur von Stage zu Stage weiterarbeiten. Wir können auch in den Shop gehen. Welcome! Hier können wir unsere Attribute aufbessern. Unsere Schwertstärke, unsere Verteidigung, unsere Laufgeschwindigkeit und diverse magische Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Ich will mir erstmal ein bisschen mehr Angriffskraft abholen. So, als nächstes gehen wir dann in Stage 2, Way to Forest. Land more damage from behind. Ja, habe ich ja vorhin schon erklärt, wie das funktioniert. Einfach den Gegner von hinten angreifen und nimmt mehr Schaden. Try to collect them. Ja, warum sollte ich es auch nicht einsammeln? Ready, go! Und so im Grunde läuft halt das ganze Spiel ab. Wir müssen halt immer die Hexe beschützen und die Angriffswellen werden dann immer hartnäckiger und aggressiver. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragen solltet, wie der Held die magischen Fähigkeiten einsetzen kann, das macht die Hexe, weil man kann sie für wenige Sekunden wiederbeleben. Nur da ich jetzt keine Magiefähigkeiten gekauft habe, wird das nicht funktionieren.
Und man sieht an, es tauchen schon andere Gegnertypen auf. Ein paar Kürbisse machen sich auf den Weg, die Hexe ins Grab zu befördern. Also schnell rüber. Und ich schalte den jetzt mal eben noch aus, bevor ich K.O. gehe. So, komm, Hero, steh auf! Du kannst es schaffen, Mann! Ja! Das war echt keine Kunst. Und man höre, der Endgegner taucht auf. Wahrscheinlich ist es diesmal ein großer Kürbis. Was meinen Sie, werte Hexe? Oh ne, es ist wieder ein Schleimi. Gut, dann werden wir uns gegen den stellen. Boom, weg war er. Hexe hat null Schaden genommen. Genauso soll es eigentlich aussehen. So, und schon sind wir Level 7. Und unser Goldvorrat steigt auch um einiges an. Kann ich ja gleich nochmal in den Shop gehen. Und mir zwei Schilde kaufen. Ja, ich hätte mir auch noch einen Schuh für mehr Geschwindigkeit holen können, aber jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Geld. Also widmen wir uns jetzt mal Stage 3 und schauen, was für Gegner uns hier erwarten. The game is over when Witch's HP is depleted. Also depleted. Und yeah, wir haben es mittlerweile gemerkt, dass der Ritter wieder aufersteht nach einer gewissen Zeit. Danke, dass du uns das jetzt erst erklärst, Spiel. So, aus welcher Richtung werden sie wohl erscheinen? Noch ist es ruhig. Ah, da sehe ich schon das erste Blobwesen. Und ich werde mich von hinten an dich ranschleichen und dir in den Rücken slashen. Ah, ich schleiche mich mal kurz herum. Und das war ein Trank, den sollte man sich immer für besondere Momente aufheben, wo man wenig HP hat. Weil die Tränke, die bleiben, soweit ich das in Erinnerung habe, unbegrenzt liegen. Die kann man jederzeit einsammeln. Jetzt sollte ich aber schnell rübergehen. Die Hexe ist in Gefahr. Ja, für die Schatztruhe habe ich später auch noch Zeit. Jetzt muss ich allerdings erstmal hier ein bisschen arbeiten. Und der Endboss taucht auf und es ist ein bisschen voll hier auf dem Bildschirm gerade. Oh, war ja. Schnell hier rüber, schnell den Blob besiegt. Zum Kürbis, aber vorher noch das Gold einsammeln. Jetzt muss ich mich aber deutlich beeilen. Die Hexe ist in Gefahr. Wow, schnell, Gold, muss haben. Und ihr geht weg, verpisst euch. Stage clear, level up. Mehr Geld, also Gold. Und ich nehme an, die Demo ist jetzt zu Ende. Ah, they made their way to the Great Witch's Forest. The Great Witch cast a spell, restoring the witch back to normal. And they lived happily ever after. Finn. Or so they hoped. The witch turned back to stone again. Even the Great Witch could not dispel Medusa's curse. They had to defeat Medusa after all. The Great Witch gave them directions to the Holy Sword and taught them how to restore the witch for a little while. And so the two headed east in search of the Holy Sword. Ah, okay, wir haben noch eine Stage. Die Demo scheint anscheinend eine ganze Weile zu gehen. Aber erstmal shoppen. Diesmal werde ich mir Schuhe kaufen. Schuhe! Nochmal Schuhe! Und einmal einen Feuerball. So, Battle Start. Ding, ding, ding. Nächste Runde beginnt. Collect spilled blood. Give it to the witch. Witch will resurrection. Was ist das für ein Englisch? Witch will resurrection. Rotate with LR. Und endlich haben wir mal eine andere Musik. Ich glaube, die wechseln alle zwei Stages, die Musik. Also nett klingen tut das Spiel auf jeden Fall, aber es ist wirklich sehr simpel aufgebaut. Ist auch nur so eine kleine Zwischendurchsache, finde ich.
Eigentlich kostet das Spiel über 4 Euro im E-Shop, aber dafür würde ich nicht so viel Geld ausgeben an eurer Stelle. Es ist allerdings oft im Angebot für 2 Euro. Da kann man es sich deutlich mal überlegen, wenn man Bock auf einen kleinen Zeitkiller hat. So, jetzt haben wir genug Blut eingesammelt, um die Hexe kurzzeitig wiederzubeleben. Und sie unterstützt uns mit einem Wirbelwind im Kampf. Und jetzt muss ich aber hasch aufstehen. Sie wird nämlich gerade ein bisschen von den Blobs geraped. Es ist übrigens zu empfehlen, sich von den Schlangen fernzuhalten. Die halten nämlich verdammt viele aus und teilen sehr viel Schaden aus. Und die Witch wurde besiegt. Oh shit. Aber immerhin bekommen wir ein bisschen Erfahrungspunkte und ein bisschen Gold. Nun gut, dann will ich es mal dabei belassen. Das war Witch and Hero. Wenn ihr auf kleine 8-Bit-Retro-Spiele steht, dann gebt dem Spiel doch mal eine Chance. Es ist ganz nett. Jetzt nichts Weltbewegendes, aber dennoch ganz nett. Und es hat eine ganze Menge Level, weil ich habe das Spiel, ich habe die Vollversion auf meinem anderen 3DS. Und das Ende wird verdammt hartnäckig. Ich habe es immer noch nicht geschafft, den letzten Endgegner zu besiegen. Aber naja, vielleicht möchtet ihr es ja versuchen. Ich werde euch auf jeden Fall... Naja, was soll ich sagen? Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr euch das Spiel mal runterziehen solltet, viel Erfolg, viel Spaß. Falls es mal wirklich einer von euch runterladen sollte. Ich weiß ja nicht, ob ich schon mal irgendwen von euch dazu gebracht habe, sich was runterzuladen oder zu kaufen, was ich gespielt habe. Aber na gut, wer weiß, kann ja mal passieren. Nun, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Demo-Donnerstag wieder mit einem weiteren schönen Spiel, das diesmal ein bisschen grafisch aufwendiger wird, denke ich, als dieses hier. Und naja, bis dann, Leute. Tschüss.